Es ist endlich mal wieder an der Zeit für City Skylines. So sehen wir mittlerweile aus von oben. Und was zuletzt gemacht wurde, ist, dass wir hier die neue Kachel gekauft haben, um uns hier in diese Richtung mit der Innenstadt auf die Insel zu erweitern. Zuallererst noch was zeigen. Ich habe vor der Aufnahme für meinen Lieblingszuschauer, na doch noch nicht, ich habe es nämlich gespeichert, die Straße hier umbenannt. Dann mache ich es doch nochmal. Wenn man die Steve nennt, gibt es nämlich dafür ein Achievement. Das bekomme ich gerade nicht, weil ich es schon bekommen habe. Aber mit der Steve-Straße stimmt was nicht, denn ich möchte gern hier die Straße etwas erweitern, dass hier auch die Straßenbahn langfahren kann, weil ich finde, wo die Straßenbahn langfährt, so wie hier, hat man gleich ein viel innerstädterisches Klima, eine andere Atmosphäre. Und deswegen möchte ich die gern dahin erweitern. Ist schon ziemlich belebt hier, fast ein bisschen überfüllt. Deswegen hätte ich auch gedacht, hier kommen sogar Touristen, Wohnmobil. Damit. Deswegen hätte ich gedacht, weil jetzt alle noch hier über diese Straße fahren müssen, um hier von der Autobahn aus reinzukommen, ist das erste, was ich mache, hier noch eine zweite Einfahrt, die direkt in die Innenstadt geht und dann dieses Gebiet hier etwas erweitern. Fangen wir doch erstmal damit an. Wir haben schon wieder Bedarf an allem Möglichen, was wir hier dann decken können. So. Was ich auch mal machen könnte, ist, dass ich hier in Stadtnähe mal diese Lärmschutzwände an die Autobahn mach. Das macht die Leute ja auch krank auf Dauer, wenn es hier Lärm hat, wie in der realen Welt. So. Auweih. Also da sieht man, es wird notwendig. So. Ihr kennt ja, wie ich das mache. Einmal rein, einmal raus und dann in einen Kreisverkehr hineinmünden. Und das Gute ist, wir sparen gerade ein bisschen, dass wir das alles gleich ein bisschen ordentlich und schön machen können. Wenn wir hier schon ein neues Gebiet anfangen. So, dann wieder ein Kreisverkehr. Vielleicht. Naja, der Große braucht hier direkt so viel Platz, den ich hier ja gar nicht habe. Aber wir brauchen hier halt auch Kapazität, ne? Nee, der Kleine muss hier reichen. Wäre ja albern. So, jetzt wieder kurz Symbole zum Wegschauen erschaffen, damit die Straße hier schön gerade bleibt. So, jetzt ist wieder in Ordnung. Und jetzt einmal eine Ausfahrt hier. Eine hier. Und eine Straße hier. Einwohnerzahl ist rückläufig im Moment, also wird es Zeit, dass wir hier ausbauen. Weil einfach mehr Leute sterben als neu hinzuziehen. So ist besser. Also, hier rein. Moment, das ist doof. Hier geht es zweimal raus. Das kenne ich, wenn man sich sowas anschaut von anderen Leuten, dann wird man dabei ganz nervös, weil man Angst hat, die merken das nicht und man sieht zu. Aber da müsst ihr euch bei mir keine Sorgen machen. Ich gucke immer zweimal hin. So. Und wenn ich doch mal was Dummes mache, dann direkt Bescheid sagen. Könnt ihr euch gerne mal wieder auch was wünschen. Wenn ich irgendwas irgendwie benennen soll oder irgendwas tun soll. Alles kein Problem. So, hier rüber. Und das dürfte den Straßenverkehr schon ein bisschen entlasten, wenn man hier rumkommt. Meine Überlegung ist noch, wenn ich mich jetzt nach hier hinten ausweite und hier geht schon die Bahnlinie lang, soll ich vielleicht noch direkt auf der Insel noch einen Bahnhof machen, die Bahnlinie dann um eine Stelle noch erweitern? Ich würde eigentlich schon gern. Dann mache ich das doch auch. Weil hier, ich habe mir überlegt, auf der Insel wird so ein bisschen das Touristenzeug hinkommen, also einzigartige Gebäude, Parks, Attraktionen aller Art. Da muss das ja gut erreichbar sein.
Also, Bahnhof hier. Nicht der Güterbahnhof, sondern der normale. Direkt mittig an die Hauptstraße dran. Dann hier schön parallel rüber. Dann ein bisschen Abstand, dass wir hier noch Platz haben. Aber wobei, ich will ja hier rüber, ne? Soll er unterirdisch gehen? Ist ja keine U-Bahn. Trauen wir uns doch mal was, das macht bestimmt Lärm, oder? Aber für die Touristen ist das schon ein Teil vom Spaß, hier so lang zu fahren mit dem Zug überhaupt und sich umschauen zu können. So. Auch ist hier kein Strom und Wasser, da kümmere ich mich gleich drum, aber erst muss mal hier die gute alte Zugstrecke Trans-Sungisistan weg und neu ausgewiesen werden. Jetzt sind natürlich erstmal alle traurig, aber gleich geht's wieder. Also, hier geht's los. Dann hältst du hier innerstädtisch. Dann hältst du hier in unserer Trabantenstadt. Und dann nimmst du noch die weite Fahrt auf dich zum Gawar, zum Ölgebiet. Und dann fährst du wieder rückwärts. Der Lokführer muss einmal durch den Zug laufen. Hältst wieder in der Trabantenstadt, im Zentrum und drehst auf der Insel wieder um. Und so geht das hin und her. So, und jetzt muss der Zug natürlich noch ein bisschen eingefärbt werden, dass wir ihn unterscheiden können von den auswärtigen Zügen. Und zwar, damit es passt, wieder schön und dunkles Violett. Ist doch wunderbar. Zugmodell. Mit irgendeinem DLC oder irgendwann kann ich es mir vielleicht aussuchen, noch ist der normale Passagierzug. Oder mit Mods wahrscheinlich auch. Strom kriegen wir schon von hier drüben. Dann kümmere ich mich doch erstmal darum, hier das Straßennetz auszubauen. Da muss ich hier keine unschönen Stromleitungen durchziehen. Hier darf es ruhig ein paar Kreuzungen geben. Oder zumindest eine hier so. Geht's einmal darüber. Was ist das denn hier? Geht es wirklich nicht anders? Oh, wer lebt denn da unter der Brücke? Ein Hirsch. Und hier ein Jaguar. Hätte ich gewusst, dass diese Insel noch so belebt ist, die müssten wir jetzt eigentlich irgendwie umsiedeln, bevor wir das zubauen. Das können wir leider nicht. Na, die Armen. Wir stellen uns mal in unserer Fantasie vor, dass die hier alle eingefangen werden, schön betäubt und irgendwo an einem Platz, wo sie für immer Frieden haben, wieder rausgelassen werden. Dass die auch immer solche netten Details einbauen müssen, nur damit ich mich unwohl fühle. So, ihr fahrt mal schön hier rum. Da müssen nur noch ein paar Leute drauf kommen, dass man hier lang fahren kann. Und dann bauen wir mal das Gebietchen hier schön aus. Also. Hier machen wir jetzt mal ein schönes Schachbrett, weil so enge Platzbedingungen wie auf dieser Insel muss man ausnutzen. Und hier vorne haben wir gesagt, diese Ruine, die muss unbedingt bleiben und der Steg. Weil es ja schon eigentlich ein Ding ist, dass das hier steht. Ein witziges Detail, das sie eingebaut haben, wo man sich fragen kann, wer hat hier früher mal gewohnt? So abgeschieden. Auf dieser Insel auch noch. Statt außen. Der wollte Sicherheit haben. So, nein, fast. Man kann das noch bis da vorne gehen. Der Steg gehört dazu, der bleibt auch. Aber ich habe dir gesagt, das Windrad kann hier nicht bleiben auf der Insel. Das wird verschoben. Wo haben wir noch Wind und Platz? Hierhin. So, Wasserleitungen, schön der Straße entlang. Und den Bereich hinterm Bahnhof müssen wir natürlich auch noch erschließen. Da geht es einmal hier entlang. Und hier entlang. Ich habe ja dieses After Dark DLC schon ganz lang. Ich frage mich, wann ich endlich mal diese Nachtbereichgebiete ausweisen kann, wo dann so Clubs und Casinos und Zeug sind. Kann ich das sogar schon? Spezialisierung Freizeit.
Tourismus. Moment, was ist das? IT-Cluster. Keine Bürospezialisierung. Will ich mal so ein IT-Gebiet ausweisen? Selbstversorgende Gebäude, ist ja alles ganz neu. Alles von irgendwelchen DLCs. Dann machen wir es doch mal so. Wir sind hier recht nah an vielen großen Wohngebäuden. Dann weisen wir doch hier das ganze Touristenzeug aus und hier Sachen, die wir hier sowieso brauchen. Also einmal hier Bürogebiet. So. Und hier ganz besondere Wohnbereiche. So, jetzt muss ich doch eine Stromleitung hier rüberlegen, weil das Windrad ja nicht mehr ist. Dafür kann das hier mal weg. Da fühlt man sich auf dem Zeppelin dann auch wohler, wenn man da nicht reinkommt. So, übergangsweise mal. Ja, und das hier wollten wir noch ändern. Jetzt muss ich mal einen Haufen Geld in die Hand nehmen und den Turm der hohen Zinsen woanders hinschieben. Dann bekommt er aber gleich einen prominenten Platz. Machen wir erstmal hier so die Straße, wo er drankommt. Und dann kann ich mich immer noch fragen, wie ich ihn anbinde. So. Will ich den vielleicht auf der Insel haben? Ja, warum nicht, oder? Sieht zwar ein bisschen irre aus, aber nee, das sieht zu irre aus. Da verschwindet so viel dahinter. Der bleibt hier hinten. Da sehe ich ja gar nichts mehr. So, ihr habt hier noch kein Wasser, das ist natürlich ein Problem. Wo die Klinkenhofer Insel ist das. Die muss ich gleich noch ein bisschen weiter ausweisen. Dass auch die ganze Insel ist. Strom kommt hier nicht an. So, jetzt aber. Jetzt brauchen wir natürlich noch Dienstleistungen aller Art. Wenn wir hier schon ein neues Gebiet erschließen, wäre es dann nicht schön, wenn wir hier direkt ein paar Müllverbrennungen hätten? Damit die Müllabfuhr hier direkt in die Innenstadt kommt, ohne über die enge Straße fahren zu müssen. Das halte ich für eine gute Idee. Was ist das eigentlich? Schwimmender Müllsammler verringert die Wasserverschmutzung. Ein schwimmendes Gebäude muss auf dem Wasser platziert werden. Ja, irgendwann vielleicht. Jetzt erstmal hier schöne langweilige Verbrennung, ein bisschen abseits, damit es nicht so stört. Gleich zwei, warum nicht? Wie binden wir jetzt den Turm hier an, ohne dass wir hier ziemlich viele Kreuzungen haben? Naja, eine Kreuzung hier lässt sich wohl nicht vermeiden. Wollen wir hier einen richtigen Bahnübergang, wo man warten muss? Ja, es wäre unser einziger im ganzen Land oder in der Stadt. Und wer wäre hier schon hinter zum Turm? Die können es wahrscheinlich auch noch erwarten. So, Gewerbegebiet ist gefragt. Da wollen wir natürlich ein bisschen was auf der Insel haben, vielleicht direkt hier und da. Und hier baue ich mal direkt die Straße aus auf Straßenbahn. So, arme Stromleitung, die muss heute viel mitmachen. So, und jetzt ist die Frage, wie wir die hier auf die Insel bekommen. Machen wir das erstmal noch zur Straßenbahn. So. Es reicht ja eigentlich. Ne, die kann schon bis ganz hinterfahren. Jetzt brauchen wir hier hinten so einen Wendepunkt, dass sie da wieder umdrehen kann. Also einmal hier die kleine Straße. Möglichst platzsparend hier. Gefälle zu steil. Wenn ich hier so anhebe. Nee. Dann nochmal anders. So. Gefälle wieder zu steil. So, irgendwie zurück. Ja, wie sieht das denn überhaupt aus hier?
So. Ist bestimmt witzig, hier drüber zu fahren. Oh, Müllverbrennung hat noch kein Wasser. So. Das Gute ist, dass die auch Strom erzeugen. Und jetzt muss ich mich nur noch um dieses Problem hier kümmern. Aber es ist keins, was wir nicht lösen könnten. Das als Einbahnstraße irgendwie. Oder was, wo nur die Straßenbahn rüberkommt. Aber fahren da dann nicht auch Autos drüber? Ist meine Frage. Probieren wir es mal. Jetzt haben wir halt so eine zusätzliche Kreuzung hier mit Ampeln. Ja, da stehen sie jetzt und warten. Nee, das können wir so nicht machen. Das als Einbahnstraße. Ja, das geht. Dann machen wir es doch so. Ja, perfekt. Dann löschen wir noch unsere alte Straßenbahnlinie und verlegen die neue möglichst effizient. Straßenbahnlinie 1, Linie löschen. Habe ich zwei Straßenbahnlinien? Na gut, das ist die, die hier überall rumfährt. Na, jetzt muss ich mir mal was trauen und... Nee, das sind Buslinien hier. Es gibt schon nur eine Straßenbahnlinie, das stimmt schon. Ja, Buslinie. Buslinie 3. Also legen wir mal die neue Straßenbahnlinie. Die alten Straßenbahnen fahren jetzt zurück ins Depot und dann kommen die neuen. Ich kann ja sogar schon eine U-Bahn bauen, da muss ich mich auch mal drum kümmern. Als erstmal die Straßenbahn. Straßenbahn finde ich schön. Ich glaube, ich bin in meinem Leben noch nie mit einer Straßenbahn gefahren. Werden ja auch immer weniger. Falls euch sowas interessiert, da gibt es einen interessanten Wikipedia-Artikel drüber. Es gab mal so einen Skandal, dass irgendwie ein amerikanischer Autohersteller, ich weiß nicht welcher, ich kenne eigentlich nur Ford, aber es könnte auch ein anderer gewesen sein, hat irgendwie die ganzen Straßenbahnbetriebe in Amerika gekauft, um sie dann zuzumachen, damit die Leute mehr Auto fahren. So, also. Wie machen wir es? Einer hält hier am Depot. Ach ja, das müssen wir wieder hinkriegen, dass der hier so ringsrum fährt. Ja, dann hältst du mal hier. So, genau, und dann können wir da hinten wieder anknüpfen. Dann hältst du hier vom Altenheim. Dann nehmen wir das mit. Dann hältst du nochmal hier mitten auf der Strecke. Hier vom Bahnhof natürlich. Dann fährst du hier weiter, hältst hier nochmal auf der Straße. Fährst mal in diese Straße hier rein. Wendest da hinten um, hältst hier nochmal gegenüber. Hältst hier recht nah an der Uni noch, damit die Studenten da einsteigen können. Dann hältst du nochmal hier. Und dann am wichtigsten. Willst du hier nicht weiter? Warum kannst du hier nicht rüber? Ach, ist das nur einfach hier? Hoffentlich kann ich da wieder dran anbauen. Wenn nicht, muss ich es halt nochmal neu machen. Probieren wir es mal so, mal schauen, was es mit den Autos macht. So, Straßenbahnlinie. Linie nicht vollständig, aber ich kann sie nicht weitermachen. Ich muss nochmal neu machen. So, weg damit. Straßenbahn. Aber zum Glück bin ich geduldig. Also, du hältst hier einmal vorm Depot. Auf der Seite fährst hier hinten einmal rum. So, jetzt haben wir das schon mal. Dann hältst du hier am Altenheim. Hältst hier einmal auf der Straße. Hältst hier am Bahnhof. Hältst hier einmal mittendrin. Hältst hier neben der Uni. Machen wir es doch gleich so rum. Hältst hier beim Park, dass man da rauskommt. Hältst hier nochmal bei der Uni. Hältst hier in der Nähe vom Turm der hohen Zinsen. Ganz wichtig, hältst jetzt auf der Insel vom Bahnhof. Jetzt drehst du hier wieder um. Hältst nochmal am Turm der hohen Zinsen.
Hältst hier noch mal vor der Uni. Jetzt bloß nicht verklicken, sonst fahren die ganz krude Umwege. Hältst hier noch mal am Bahnhof. Hältst hier noch mal mittendrin. Hältst hier noch mal vom Altenheim und schließt hier wieder zurück an. Und jetzt kann die Straßenbahn auch hier auf die Insel fahren. Und auf der Insel gibt es jetzt natürlich noch einen großen Mangel an Dienstleistungen aller Art. Also wir bauen mal hier ein Krematorium. Ein richtiges Krankenhaus hätte ich auch gern mal. Das bauen wir doch vielleicht hierhin, dass es möglichst viele erreicht. Ja. Eine Sauna, warum nicht? Also das ist eins von den Gebäuden, das dafür sorgt, dass die Leute gesund bleiben und gar nicht erst ins Krankenhaus müssen. Sauna soll ja angeblich schon gesund sein. Obwohl ich das nicht nachvollziehen kann, ist ja wirklich ziemlich heiß da drin. So, Gesundheitsversorgung haben wir hier vielleicht trotzdem, einfach weil die sich besser entwickeln mit mehr Dienstleistungen, noch eine kleine Arztpraxis hier. So, Feuerwehr. Kleine Feuerwehr hier hinten. Wo ist denn hier überhaupt die nächste? Ziemlich weit weg. Dann noch eine hier und jetzt haben wir eh kein Geld mehr. Polizei fehlt hier auch ein bisschen, aber die brauche ich ja nicht so dringend. Wir haben ja nicht so das Kriminalitätsproblem. Jetzt lassen wir mal ein bisschen schneller laufen. Hier Gebietsspezialisierungen. Wie ist das? Spezialisierung Freizeit. Auf Freizeitaktivitäten spezialisierte Viertel, Nachtleben. Ja, genau, das wollen wir. Dann machen wir mal ein kleines gesondertes Viertel. Und zwar hier. Nee, erstmal das weg. Und dann kommt hier ein bisschen die Partyszene rein. Da möchte ich jetzt gute Namensvorschläge. Die Olivenhöhen, das passt ja überhaupt nicht. So. Dann machen wir da die Freizeitspezialisierung rein. So. Und jetzt müssen wir hier nur noch Gewerbegebiet ausweisen. Dann ist hier normales Gewerbegebiet zum Einkaufen und hier eben entsprechend Partybetrieb. So, immer noch Bedarf an Gewerbe. An Industrie bzw. Büro kann man sich ja aussuchen. So, wer hier im Büro arbeiten will, bitteschön. Wie sieht es aus mit einzigartigen Gebäuden? Gerade habe ich natürlich nicht viel Geld. Transportturm, den habe ich schon. Hätte gern mehr Hochhäuser. Amtsgericht habe ich schon. Lesser Town Bridge auf Prag. Ach so, das habe ich bestimmt mal installiert als Mod, weil es mir gefallen hat. Der Aldi. Ja gut. Der bekommt einen Ehrenplatz hier. Der Aldi Süd. Fantastisch, nur ein Parkplatz fehlt. Food Market. Aldi gibt es ja auch in Amerika, gibt es mittlerweile auf der ganzen Welt, die haben ganz schön expandiert. Und wenn da Aldi draufsteht, dann ist es ein Aldi Süd, den Aldi Nord gibt es da auch, der hat dann nur einen anderen Namen, weil der darf da nicht auch Aldi heißen. Hier schöne blühende Kastanienbäume daneben, ist ja gleich was ganz anderes. Machen wir es ein bisschen wohnlicher hier. So, wie sieht's aus mit der Straßenbahn? Die fährt hier, 68 Leute fahren mit, funktioniert doch sehr gut. Der Zug fährt hier auch. 49 von 240 Leuten. Bin sehr zufrieden mit dem Schienenverkehr. So, einzigartige Gebäude. Wenn ich Geld hätte, könnte ich ein Stadion bauen. Kathedrale des Wohlstands. Zentralpark. Ja, das hätte ich hier schon alles gern. Aber ein paar normale Parks kann ich hier noch platzieren. War hier ein kleiner Spielplatz vielleicht. Noch irgendwas Besonderes. Großer Spielplatz, Park mit Bäumen, nee, der ist zu groß.
Einen Zoo könnte ich mal bauen. Ja, das ist aber alles zu viel für diese eine Folge. Das mache ich in der nächsten. Ich hätte gesagt, das reicht erstmal. Guckt euch das mal an. Also, bis zum nächsten Mal. Dann geht's weiter. Dann können wir ja alles weiter schön ausbauen. Gebt mir einen guten Namen für das Vergnügungsviertel hier. Huch, eine Hauptstadt. Jetzt können wir auch einen Frachthafen und einen Hafen bauen. Ja, Hafenverkehr eignet sich ja perfekt für das Gebiet hier. Aber das kommt alles in der nächsten Folge. Bis dahin, nutzt eure Zeit und macht irgendwas, was ihr schon immer tun wolltet. Nee, ich ermahne euch jetzt nicht dazu, eure Pflichten zu tun. Dann lasse ich euch mit einem ganz schlechten Gefühl. Lasst liegen, das hat auch morgen noch Zeit. Bis dahin, tschüss.